Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, wir haben heute viel vor. Oh, ich sehe gerade. Und wir haben sehr wenig Essen. Da müssen wir mal was machen. Zum einen, warum laufe ich da eigentlich hin? Ich kann das auch von unterwegs machen. Aber egal. Zum einen wollte ich mal etwas kochen. Spaghetti, Bratkartoffeln mit Ei. Das haben wir ja schon mal gemacht. Da haben wir aber nicht mehr viel übrig. Wir haben von allen nicht mehr allzu viel übrig. Das ist nicht gut. Moment. Bratkartoffeln mit Ei. Kartoffeln kriegen wir regelmäßig. Zwiebel und Hühnereier. Und die Gemüsesuppe. Gut, die Karotten, Zwiebel. Ach so, das kann ich aber nicht beides machen. Dann machen wir das mal. Ach, man braucht nicht drei Kartoffeln dafür, oder? Okay. Dann probieren wir spaßeshalber auch noch einmal. Ach so, ja, die sollte ich vielleicht rausnehmen, ne? Auch die Gemüsesuppe aus. So, die würde ich nämlich dann gerne einmal verkaufen und einmal haben wir sie ja bekommen. Achso, wir haben jetzt keine Zwiebeln mehr, genau. Wir brauchen Zwiebeln. Zwiebeln braucht das Land. Moment, dann schauen wir mal eben nach. Weil ich möchte nämlich jetzt auch so ein bisschen darauf ausgehen, dass wir auch ein bisschen Geld noch bekommen. Die sind noch nicht reif genug, oder? Doch, die passen. Okay. Der ist noch zu jung. Die sahen jetzt beide für mich gleich aus, aber egal. Gut, die sind, glaube ich, auch reif, oder? Ne, ist noch zu jung. Dann sind die alle noch zu jung, nehme ich an. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Da habe ich es, glaube ich, reingetan. Ne, da war das drin. Da war das drin. So. Ach nee, es funktioniert ja nicht, wenn ich das von hier aus mache. Kartoffeln haben wir auf jeden Fall genug. Die vier Eier, die müssen wir mitnehmen. Gut, dass der das jetzt nicht davon weggezogen hat. Da habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht, weil ich vorher nicht nachgeguckt habe. Dann haben wir hier Bauernsalat. 3500. 2500, 2000. Soll ich den behalten oder nicht? Das ist die Frage. Karottensalat, den könnte ich mal mitnehmen für, wenn ich kurz vorm Verrecken bin, quasi. Und die anderen versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu verkaufen. Was nehmen wir denn noch mit? Wir nehmen Zwiebeln. Zwiebeln brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Karotten hatten wir ja auch gerade irgendwo angebaut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Ja, das waren die Karotten, genau. Sollen wir da nochmal eine machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gerne hier vorne eigentlich noch was machen. Das sieht eigentlich auch vom Boden her ganz gut aus. Ich will es nur ein bisschen weiter weg vom Baum machen. Dazu brauchen wir allerdings unsere. Das haben wir doch hier drin, ne? Genau, unsere Hacke. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Moment, so. Und das setzen wir erstmal da rein. So, da lassen wir ein bisschen Platz. Und hier bereiten wir uns jetzt ein bisschen Boden. Also die Kartoffeln können wir auf jeden Fall hier ran machen. Ach so, die Zwiebeln weiß ich jetzt gar nicht. Wächst auf Sandboden. Ja, doch. Okay. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Wir bereiten das jetzt einfach mal vor. Wir müssen mal so ein bisschen ausprobieren, ne? So, dann. Die Karotten, die mache ich mal hier in die gleiche Reihe. Hier wächst schon was. Achso, wegen der Pflanze oder was? Das war aber das Erste, ne? Da muss ich noch was hinmachen, genau. Dann tauschen wir das einmal. Ich werde das nie lernen, ob wir das jetzt mit. Dein Ernst jetzt? Ich habe doch auf 8 gedrückt. Mann. Blüht nicht in dieser Jahreszeit. Ja, ist mir doch egal. Kann man das nicht irgendwie wegmachen? Einfach nur, damit ich da überhaupt irgendwas machen kann. So, weil da wächst ja anscheinend irgendwas.
Oder ist das... Nee, wegen dem Baum kann das aber nicht sein. Hier wächst doch gar nichts. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Naja, gut. Okay, ich sage, ich werde das wahrscheinlich nie lernen. So, dann habe ich jetzt die Zwiebeln bei den Karotten hingestellt. Das war sehr intelligent von mir. Ja, dann machen wir es halt genau andersrum. Machen wir die hier oben hin. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Die blöde Blume kann ich da jetzt wieder nicht wegmachen, oder was? Damit auf jeden Fall nicht. Ja, ist mir doch egal, ob die jetzt in dieser Jahreszeit blüht oder nicht. Mensch, ich will da was hinpflanzen. Das ist gemein. Na gut, dann machen wir das mal wieder zurück. Das hatten wir immer dabei, falls wir das brauchen. Die beiden tun wir rein. Kartoffeln haben wir ja erstmal noch genug. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da... Oder sollen wir da noch eine Reihe machen? Können wir eigentlich noch eine Reihe machen, oder? Nehmen wir die doch nochmal kurz mit. Stapel auffüllen. Zack. So, machen wir hier drunter noch eine Reihe. Drei. Vier. Fünf. Und die Kartoffeln. So, Wasser und so weiter ist da. Dünger, ja, das ist aber okay. Das können wir beim nächsten Mal machen. Ja, hier ist ein bisschen wenig Dünger vielleicht. Also, Bodenbeschaffenheit, nicht Dünger. Nee, ich vertue mich jetzt schon wieder mit meinen Dingern hier, mit meinen Kisten. Wo ist der Dünger? Da. Den nehmen wir mit. Das können wir schon mal wieder reinstellen. Jetzt bräuchten wir aber eigentlich was anderes zu essen. Weil ich doof das ja eben dummerweise, ja, gegessen hatte. Das können wir noch so lassen alles, ja. Das reicht auf jeden Fall noch. Das können wir später düngen. Da fällt mir aber ein, wir haben keine neue Fenchel wieder reingetan, ne? Da. So. Hey, da solltest du das ja auch nicht machen. So, Wasser und so weiter ist auch noch überall drin. Hier unten, ich glaube, da haben wir die Aloe Vera reingemacht, ne? Aber das ist soweit auch noch alles in Ordnung. Gucken wir bei unseren Büschen nochmal eben. Da ist kein... sollten wir die auch düngen? Ich bin mir nicht sicher. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das vorsichtshalber mal machen, oder? Weil die brauchen ja auch Nährstoffe. So, und hier düngen wir auch mal mit. Da ist alles okay. Da unten hatten wir nichts mehr. Okay. Jetzt haben wir schon wieder den halben Tag rum. Wunderbar. Ich sage, man macht eigentlich nichts. Man kümmert sich nur gerade mal ganz kurz um die Farm oder so. Und schwupps, ist schon wieder der halbe Tag rum. So, die Sachen versuchen wir zu verkaufen. Und irgendwo haben wir jetzt schon wieder das Zeug hier. Das füllen wir mal eben auf. So, dann schauen wir mal. Was müssen wir denn machen? Da war doch irgendwas mit... Wo steht denn das jetzt? Frühstück bei Tiffany. Ich sollte die Eier zu Tiffany bringen. Kriegen wir das noch hin? Wir haben nämlich schon 16 Uhr. Wir versuchen es einfach mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, ich schließe um 18 Uhr. Wahrscheinlich kommen wir jetzt direkt nach... Ladenschluss an, weil das immer so schnell hier rumgeht. Ach. Muss ich leider auch sagen, das ist das erste Spiel, wo die Zeit so schnell rast. Man hat irgendwie noch nichts erledigt. Man hat gerade mal das Feld bestellt oder so und zack. Schon ist die Zeit rum. Und ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Auch Rehe laufen mir auch schon rum. Tiffany, kommen wir direkt nach der Brücke drauf. Das ist gut. Ob wir das noch schaffen, weiß ich nicht. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Ja, hier sind Löcher in der Straße. Die ist aber auch schon seit
einige Zeit nicht mehr repariert worden hier. Also hier diese dunklen. Ich glaube, es sind Löcher. So, einmal hier und dann nach links, glaube ich. Tiffany, sag mir bitte, dass du um 6 Uhr schließt und dass ich das noch schaffe, vor 6 Uhr bei dir zu sein. Besser wäre natürlich, wenn du erst um 19 Uhr schließt. Jetzt bin ich hier hoch. Ah! Tiffany! Tiffany! Dialog! So, hier habe ich die Eier von meiner Farm. Sehr gut. Ich würde sagen, du kommst gleich morgen früh zum Frühstück. Ich habe auch schon einiges besorgt. Ab 8 Uhr habe ich dann für dich geöffnet. Sehr schön. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für mich? Lass mich überlegen. In Waldheim kommst du schnell herum und lernst alle kennen. Aber wir haben auch noch einen Einsiedler, der in den nördlichen Wäldern im Wald lebt und sehr viel über Tiere weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass du viel von ihm lernen kannst. Ich markiere dir das Gebiet, wo er normalerweise auf seiner Waldlichtung lebt. Ach ja, ich habe auch noch auf meinem privaten, also nicht privaten Stand, aber diesen, den ich dann machen musste für den Guide, da habe ich auch einen auf einer Insel gefunden übrigens. So, Tiffany, nicht bis bald. Ich würde, ach Moment, Verkaufspreis 123, Ankaufspreis 77. Ach, wie war das noch? Ich habe mir das jetzt extra aufgeschrieben. Jetzt finde ich den Zettel nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt genau ankaufen sollte und wo ich jetzt verkaufen sollte. Ich weiß aber, da gab es Unterschiede. Und ich weiß, dass ich einen Zettel, glaube ich, jetzt nicht finden werde auf die Schnelle. Moment. Tiffany Händler. Das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ankaufspreis 77. Aber die kauft die gar nicht an hier, die Sachen, ne? Moment. Die kauft mein Essen gar nicht an. Warum nicht? Du Sau. Ich will mein Essen verkaufen. Jetzt habe ich extra Essen gemacht, weil ich es verkaufen wollte und weiß nicht, warum. Also wohin? Wohin damit? Ach, wer wollte denn das Holz von mir nochmal haben? Moment. Und wie viel? Das wäre jetzt auch noch die Frage. Zerstöre das Monsterportal, Reagenzien. Hier, Alfred, 250 Stück. Okay, dann können wir das vielleicht noch machen, bevor wir dann schlafen gehen. Und dann morgens früh wieder hier hinkommen. Die Axtmörderin ist wieder unterwegs. Geht mir alle aus dem Weg. Ich suche Bäume. Das war hier rum und dann... Nicht, dass ich hier die falschen Bäume mache. Aber ich glaube, hier rum und links, das sind die normalen Bäume, die ich hier schlagen kann, oder? Ich meine ja. 250, das dauert wieder. Dann kann ich direkt wieder was essen, weil dann auch wieder meine Ausdauer dahin ist. Moment, hier ist Sternchengebiet. Ich sollte das hier nicht tun. Fähnchen da oben und Fähnchen da oben. Das weiß ich gerade nicht, was ich jetzt gerade aktiv habe. Aber ich meine hier oben, wenn nicht, dann finden wir gleich den Einsiedler im Wald, den sie mir markiert hat. So, jetzt nochmal ein ganzes Stück nach oben und dann nach links. Aber darf ich hier... Was ist denn das hier? Das war jetzt aber kein... Nee, das war ein anderes Holz. Ah. Aber das hier ist doch das Normale, was ich brauche, oder? Kann sich nur um Stunden handeln, diesen riesigen Baum hier zu kriegen. Okay, das war das, was ich brauche. Sehr schön. Aber da oben ist auch nochmal so ein Totholz, in Anführungszeichen. Also ich nenne die Dinger Totholz, so wie die hier rumliegen. So, das sind die. Das ist das Laubholz. Da oben ist auch nochmal eins. Aber wenn wir die schon hier haben, ne, dann nehmen wir die natürlich auch mit. Das sind zwar nicht die, die wir jetzt brauchen. Kann ich hier rüber? Nee, wegen dem Wasser nicht, ne? Aber hier hinten kann ich rum. Schnappen wir uns hier noch einen Baum.
Nur, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, wir werden die 250 nicht voll bekommen, bevor wir gleich umkippen. Beziehungsweise bevor ich dann halt wieder zurück muss. So. Boah, was haben wir jetzt bekommen? 12 haben wir jetzt gerade mal dazu bekommen, ne? Ah, das dauert noch eine Weile. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mit Tiffany gleich weitermachen, wenn wir schlafen gegangen sind. Definitiv. Alles andere wird wohl auch noch ein Weilchen dauern. Hier ist nichts mehr, ne? Weil normalerweise habe ich das schon mal, dass ich dann was übersehe oder so. Jetzt bin ich so hier drin, dass ich gleich nicht mehr rauskomme. Überall ist das Wasser übergeschwappt. Ja, das... Oh, sie ist schon erschöpft. Oh, oh. Komm, mach den Baum bitte noch. Oh, danke. Nein, jetzt ist das nicht ernsthaft hinten am Wasser, wo ich nicht rankomme. Wollt ihr mich hier veräppeln? Oh, Leute. Das finde ich doof. So, was ist denn hier mit dem Wasser eigentlich nicht in Ordnung? Das ist einfach so hier mittendrin. Es ist auch nicht von hier oben irgendwie übergeschwemmt oder so. Es ist einfach mittendrin. Na gut, gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Legen wir uns hin. Das Holz werden wir noch wegtun. Ja, ich weiß, es ist jetzt... ich drücke mal lieber eine andere Taste, bevor ich jetzt hier mich wieder zurückbeame oder sowas. So, das tun wir schon mal hier rein. Die Wolle. Ja, die müssen wir auch noch suchen. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Du bist Kalkstein. Dich brauchen... Wo haben wir den Kalkstein denn jetzt her? Ich habe keine Ahnung. Wo haben wir den Kalkstein jetzt her? Ich habe doch gar nichts mit Stein geschlagen. Da habe ich auch Kalkstein. Finde ich super. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. So, die Wolle nehmen wir mit. Türkisauge. Goldbarren. Das ist aber auch wichtig für Rezepte. Ah, das ist so doof. Sonst hätte ich die Sachen schön verkaufen können. Das war mit denen. Das ist aber auch für Rezepte. Will ich auch nicht verkaufen. Die wollte ich ja eigentlich verkaufen. Wieso kann ich die nicht verkaufen? Oder die können wir eventuell dann hier beim anderen Laden verkaufen. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier noch zum Bettchen schaffe. Ich weiß, dass du müde bist. Ich weiß, es tut mir auch leid. Wir schlafen direkt eine Runde. So. Ich könnte noch im Bett bleiben. Ist doch nicht mein Problem. Du hast keine Zeit, noch im Bett liegen zu bleiben. Wir müssen jetzt zu Tiffany. Wir haben 6 Uhr, bis wir... Oh, ich wusste es. Bis wir da sind, haben wir sowieso schon wieder 8 Uhr. Oh, oh. Was ist jetzt los? Ach, ich habe den aus Versehen hier reingetan. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, mein Körbchen ist weg. So, euch kann ich ernten. Sehr schön. Das machen wir nochmal schnell. Zwiebeln und hier unten Fenchel. Ach, um meine Hühner müsste ich mich ja auch noch kümmern. Die haben auch schon wieder Eier gelegt hier. So, Fenchel. Dann das können wir hier rein tun. Zwiebeln ist auch gut, dass wir wieder welche haben. Zwiebeln machen wir auch neu. Fenchel können wir auch nochmal das eine neu machen. Die waren hier, ne? So, ein bisschen Dünger müsste ich eigentlich drauf machen. Machen wir aber jetzt nicht, machen wir beim nächsten Mal. Hier wächst schon was, ne? Habe ich richtig gesehen. Und hier darf ich ja irgendwie nicht. Okay, hier ist auch noch genug Dünger und so weiter vorhanden. Schmeißen wir das jetzt direkt wieder rein. Und da gucken wir nochmal eben bei unseren Hühnern. Hier unten haben sie diesmal nichts. Die Eier, glaube ich, habe ich extra liegen gelassen beim letzten Mal, ne? Ach so, ich muss... Ich muss die rechte Maustaste drücken. Ich werde es nie lernen. Ich werde es wirklich nie lernen. Ich weiß nicht. Wieso komme ich jetzt? Okay. Gerade sagen, wieso komme ich da jetzt nicht ran? Die zwei lasse ich immer noch liegen. Die sollen sich mal vermehren hier. Das Komische ist, als ich den Guide gemacht hatte,
Hatte ich da jetzt noch was drin? Ach, die Zwiebeln hatte ich noch drin. Moment. Hä? Was habe ich hier Zwiebeln drin? Auffüllen. So. Als ich nämlich den Guide gemacht hatte, war das so komisch, dass ich... was heißt komisch? Waren die Hühner nämlich auf ein Nest drauf. Anscheinend ist das tatsächlich random. Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass die sich vermehren, beziehungsweise dass die halt die Eier mal ausbrüten. Aber irgendwie machen die das nie. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Also ich meine, ich lasse immer die gleichen Hühnereier da liegen, damit die da auf die Idee kommen, die auch mal auszubrüten. Ja, guck mal, 8 Uhr ist schon wieder rum. War ja klar. Aber immerhin, also heute schaffen wir es auf jeden Fall, pünktlich zu Tiffany's zu kommen. Das ist schon mal gut. Ich denke immer erst, das sind bunte Blumen und sehe dann, das sind Schmetterlinge. Hier ist Sternchengebiet. Sternchengebiet von was? Weil die Bäume hier darf ich doch gar nicht machen. Keine Ahnung, warum das hier Sternchengebiet ist. Und jetzt sagt er nach rechts oben. Also wenn ich hier rumlaufe, die sagen die nur zu mir, ich darf die Bäume nicht machen, weil die im Dorf sind. Das war jetzt Tiffany, oder? Hallo? Gehst du da rein? Nee, das war... Ach, was rede ich denn hier für ein Quatsch? Können wir bei dir denn noch irgendwas machen? Mit dir reden? Nee, okay. Okay, tschüss Walter. Ich war eine zu hoch, ich weiß. Ich hab's übersehen. Nun gut. Vielleicht werde ich auch das Holz mal machen, wenn ich da mal einen Tag überspringe oder sowas, das dann mal nicht aufnehme. Ich weiß es noch nicht so genau. Weil man kriegt halt sehr, sehr wenig... Moment, ist das jetzt unter mir oder... Nee, über mir. Man kriegt halt sehr, sehr wenig Holz immer dazu. Es sei denn natürlich, dass man wieder alles auffüllt mit der Aufsauer und so. Und dafür habe ich halt nicht genug. Hallo Tiffany, bist du da? Die versteckt sich im Nebenzimmer. Ich bin hier. Okay, ich komme. Da bist du ja. Das sieht aber gemütlich bei dir aus. Danke. Komm, setz dich. Das Frühstück ist schon fertig. Gerne. Das sieht aber lecker aus. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Wundervoll. Erzähl mir noch etwas von Waldheim, während wir essen. Gerne. Ich wohne hier schon so lange, ich zurückdenken kann. Wir leben hier in einer echten Gemeinschaft und das liebe ich so an diesem Ort. Jeder ist bereit, dem anderen zu helfen. Du meinst, es gibt bei euch gar keinen Neid, keine Gier, keine Eifersucht? Das gibt es schon ab und an, aber wir klären das recht schnell und dann lösen sich die dunklen Wolken rasch auf. Das ist schön. In so einer kleinen Gemeinschaft ist das bestimmt möglich. Das wäre auch in der großen möglich. Das macht die Sache natürlich viel einfacher. Andererseits leben Menschen immer in kleinen Gemeinschaften, oder? Es gibt auch riesige Städte mit Tausenden von Menschen, da wo ich herkomme. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Allein diese vielen Namen. Ja! Naja, man hat auch dort im Grunde nur einige Menschen, zu denen man Kontakt pflegt. Siehst du, auch dort entstehen dann kleine Gemeinschaften. Aber leider trotzdem auch große Probleme. Hier, probier mal das Rührei. Da sind die Eier von meiner Farm drin. Von deiner Farm. Oh, das ist köstlich. Das sind ja auch meine Eier, ne? So ein schönes Frühstück hatte ich schon lange nicht mehr. Freut mich, dass es dir schmeckt. Erzähl mir doch ein paar Geschichten. Gerne. Vor 10 Jahren ungefähr. Und so kam es, dass Chloe das Restaurant übernommen hat. Danke für die vielen Einblicke in euer Leben und das Frühstück war sehr gut.
Schön, dass ich dir eine Freude machen konnte. Ich sollte jetzt aufbrechen. Es gibt viel zu tun. Mach's gut, Gameplayerin, und komm mich wieder besuchen. Das werde ich. Tschüss. Da rennt hier einfach so raus. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass die Zeit nicht so verflogen ist. Aber ist doch schön. So freundet man sich auch mit den Leuten an. Und wo sie auf jeden Fall recht hat, dass es natürlich in kleineren Gemeinschaften einfacher ist, miteinander gut auszukommen. Ach, ich war nur 2 Stunden da. Hat sie noch nicht geöffnet? Guten Tag. Vielen Dank noch einmal für das nette Frühstück, Tiffany. Nichts zu danken. Es war mir eine Freude. Nun hast du einiges über uns erfahren. Was denkst du darüber? Ihr habt es schön hier. Ein idyllisches Landleben. Ist im Endeffekt das, was ich perfekt finden würde, was ich mega gerne hätte, aber man findet es leider sehr selten draußen. Wir leben friedlich zusammen mit der Natur, das stimmt. Und mich macht das sehr glücklich. Falls du irgendwann einmal etwas von meiner Farm brauchst. Gut, dass du fragst. Meine Vorräte an Blaubeeren und Erdbeeren für meine Nachspeisen und den Snacks sind fast aufgebraucht. Kannst du mir vielleicht welche verkaufen? Blaubeeren theoretisch ja. Ich glaube, die haben wir schon mal geerntet. Erdbeeren. Wir haben Frühling, ne? Erdbeeren sind normalerweise nur im Sommer. Ich weiß jetzt nicht, ob man die vorher schon anpflanzt, ehrlich gesagt. Erdbeeren und Blaubeeren, das lässt sich sicher machen. Wunderbar. Dann bring mir die Beeren bitte möglichst bald vorbei. Wo bekomme ich eigentlich die günstigsten Preise für Samen und Pflanzen? Normalerweise findest du die besten Preise bei Alfred und Magda im Farmshop. Bei Mona und Marco ist es etwas teurer, aber dafür haben sie fast immer geöffnet. Wenn du allerdings einmal ein richtiges Schnäppchen machen willst, solltest du bei der Frühlingsauktion vorbeischauen. Eine Auktion? Interessant. Sie findet auf dem Dorfplatz in Waldheim oberhalb des Brunnens am 15. Tag des Frühlings statt. Wir haben den 18. Nein, ach komm. Moment, 15. Tag des Frühlings. Das muss ich mir mal aufschreiben. Frühlingsauktion hieß das, ne? Frühlingsauktion. Ich weiß, das nervt euch sicher, wenn ich das aufschreibe. Aber erstens, ich vergesse das sowieso immer. Und zweitens, wir müssen jetzt wieder ein Jahr darauf warten, ne? Also, dann habe ich das vielleicht irgendwo mal auf dem Zettel zumindest stehen. Denk daran, dass du. Nee, Moment. Vielen Dank, Tiff. Tiff, ach, wir sind schon dabei, ja, okay. Bei Spitznamen. Ich freue mich immer, wenn ich dir helfen kann. Das ist schön. Neue Quest erhalten. Achso, dann war das wirklich wegen dem Nadelholz. Aber ich kann doch hier gar kein Nadelholz machen. Neue Quest erhalten sind dann die Beeren. Aloe Vera wächst noch. Ach, wie viel brauche ich denn da eigentlich von? 9 junge Stauden. Aber in welchem Stadium? Moment, Lisa hat mir das Beet markiert und mir erlaubt, dass ich alles, was jetzt darauf wächst, entfernen darf. Jetzt sag bloß, das war das eine, wo ich nicht wusste, was das war, dieser Bereich. Und da muss ich die aber hinpflanzen, was natürlich nicht ging, weil ich die jetzt nicht habe. Ich dachte, ich musste da irgendwas mitnehmen. Ah, ich glaube, jetzt habe ich diesen einen Teil da verstanden. Exotischer Obstsalat, da sind wir noch dran. Achso, die Reagenzien. Pigmente und Schwefelpulver. Hatten seinen Laden entsprechende Samen und Sporen. Ja, selbst anbauen wäre natürlich nicht schlecht. Tiberius, aber wo war der Tiberius nochmal? Das ist jetzt was, was ich echt nicht mehr weiß. Das Werkzeug müssen wir eigentlich auch noch machen. Was wollte er? Die Leiter, ne? Ich kann sie entweder beim Schreiner kaufen oder stelle sie selbst her, was günstiger ist. Die Frage ist, beim Schreiner kann ich, glaube ich, keine Entwürfe kaufen, oder? Das habe ich doch schon mal probiert, meine ich. Das ist die Schmiede.
Oh, das schaffen wir wieder nicht vom Zeitlichen her, ne? Bis wir jetzt hier den Schreiner gefunden haben. Instrumentalbauer. Farmladen. Schreiner. Ach, der Schreiner. Nee, Moment, das ist Monas Laden. Wo bin ich denn? Da bin ich. Moment, die hat mir jetzt gerade. Die hat mir den Platz jetzt hier gerade markiert, aber wir haben noch nicht den 15. Ist das nicht hier? Doch, das ist hier. Hä? Wieso hat die mir den markiert, obwohl ich gar nicht da einkaufen kann gerade? Schreiner, noch ein Haus weiter und dann das da drunter. Jetzt habe ich natürlich, ich muss mir mal einen Zettel machen, wo die ganzen Öffnungszeiten drin stehen. Sonst laufe ich nämlich immer zur falschen Zeit zum falschen Ort. Das ist dann natürlich auch doof. Also ich habe das alles bei mir im Blog eingetragen. Wenn ihr da Probleme mit habt oder sowas, dann könnt ihr da natürlich gerne reinschauen auf gameplayerin.de. Ah, so viel habe ich nicht. Ah, Moment. Solide Leiter. Der wollte aber eine leichte haben. Nee, Moment, das ist aber auch nicht die. Plan leichte Ernteleiter. Steinholz. Da brauchen wir aber trotzdem die Ernteleiter noch für und Eisenerz. Haben wir auch einen Plan für die Ernteleiter? Gute leichte Ernteleiter. Oh Gott. Was sind das hier alles für Unterschiede? Oh. Das sind die ganzen Sachen für drinnen. Das ist auch okay. Aber die Ernteleiter, die müssen wir dann selber kaufen, ne? So wie ich das sehe. Schneller Haselnussbogen. Solider Holzspeer, Stoßspeer. Steht leider nicht drin, wie, obwohl, Moment. Schaden 90. Was macht der hier? Schaden 60. Ja, der wäre dann natürlich ein bisschen besser, ne? Da müssten wir vielleicht auch mal nachgucken. Was ist mit dem Erntekorb? Benutzung 25, 20. Aber der, den ich habe, ist 30, obwohl ich nicht weiß, was das bedeutet, nebenbei bemerkt. Aber schauen wir noch mal kurz nach. Moment. Braucht eine leichte Ernteleiter. Eine leichte. Also nehmen wir die jetzt mit. Nein! Ich will immer doppelklicken. Jetzt habe ich den Plan doppelt gekauft. Wollte mich jetzt hier verarschen. Ach nein, kommt, jetzt habe ich gar kein Geld mehr und ich brauche eigentlich noch die Leiter dafür. Super, super. Ach Mann, sowas kann wieder nur mir passieren. Ja, tschüss. Jetzt habe ich beide gelernt, oder was? Och komm. Dein Ernst jetzt? Ich habe beide Pläne gelernt. Ich kann die jetzt auch nicht verkaufen oder so. Ach, ich krieg noch mal die Krise. Scheibenkleister. Aber das bin wieder typisch ich. Also ich habe das auch mal bei einem anderen, habe ich das gelesen zumindest, dass da noch jemand so vertrottelt ist wie ich. Ich glaube, diejenige, es war, glaube ich, eine Sie, hat auch alles weggefuttert, was für die Hühner gedacht war. Das wäre mir ja auch fast passiert. Oder habe ich da aus Versehen die. Nee, die Wiese habe ich nicht aus Versehen da drauf gemacht bei dem einen, oder? Ich weiß es nicht. Schattengras, aber hier kann ich das auch nicht verkaufen, ne? Jetzt muss ich mal eben gucken. Moment. Zwiebelpflanze. Blaubeerbusch. Wächst auf Sand. Ach so, dann setzt man direkt den Busch rein, oder wie? Ah. Rosenstock. Finde ich von der. Also wenn das wirklich so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, finde ich das von der Idee her gar nicht schlecht. Müssten wir jetzt mal ausprobieren. Junger Zitronenstrauch, Mist. Zitronen brauchen wir doch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Zitronen angepflanzt habe. Konnte man hier Zitronen so holen? Aloe Vera, weiß ich, habe ich geholt. Nee, konnte man nicht, ne? Das waren Birnen. Ah, doch, hier, Zitronen. 630.
Anspruchslose Zimmerpflanze, das ist gut. Anspruchslos ist immer gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Zitronen jetzt schon angepflanzt habe. Ankaufspreis 74%. Der würde aber die Wolle kaufen. Hä? Hier, ich habe etwas für dich. Oh, das ist nett. Deine Frau meint, du kennst dich auch mit Tieren aus? Was willst du wissen? Ich will eigentlich gar nichts darüber wissen. Ich meine, das hatten wir ja jetzt schon alles. Aber was hat er mir? Ach, der hat mir Äpfel gegeben. Ach, danke schön. Oh, das ist aber nett. Das ist, ja, ich spreche jetzt einfach mal alle Leute an. Vielleicht geben die mir ja was. Das war die Frau, oder? Ich komme ja noch nicht so recht mit der Optik. Nee, Johanna? Johanna ist nicht die Frau, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, Georg und Johanna, das war's. Da hinten ist aber noch irgendwas. Ich glaube, das ist ein. Oder ist das hier sowas, was ich mir dann da hinstelle? So ein Bäumchen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich habe noch nicht so richtig die Möglichkeit gefunden, die Sachen zu verkaufen. Guck mal, die haben ganz viele Hühner. Die könnten doch eigentlich mal einen Huhn abgeben, oder nicht? Das wäre doch mal nett. Da oben läuft einer hier entlang. Na, wer bist denn du? Ich erkenne euch alle ja nicht. Hi, Gameplayerin. Ach, Luke ist das, der Kleine. Jetzt beginnt die Plackerei und wieder auf dem Beet von Mama und Papa. Wir helfen dort nämlich beim Bodenbedecker anzubauen. Okay, interessiert mich nicht. Bis bald. Also, mich interessiert es schon. Aber die sagt das dann immer so nach dem Motto, ja gut, interessiert mich eh nicht, bis bald dann. Ich bin ja sehr freundlich in diesem Spiel. So, das haben wir jetzt alles hier aufgedeckt. Ich würde nämlich gerne mit euch, wir müssen ja sowieso jetzt bald ins Bett. Ich weiß, es ist gerade eine Überlänge, aber. Hä? Was war denn das jetzt? Da stand irgendwas mit Plus. Oh, hallo. Wer bist du denn? Hallo. 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 Dich kann ich aber nicht streicheln. Oh. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht. Ich hoffe, die läuft nicht weg. Irgendwas stand hier doch gerade mit Plus. Ich weiß es nicht. So. Ich lasse bei den Leuten immer die Tür auf. Wenn die Tiere weg sind, ja gut, das ist ja nicht mein Problem, ne? Nein. So, das war der Musikbauer. Musikbauer, also ihr wisst, was ich meine. Und irgendwo hier rechts oder rechts oben, da gab es nämlich ein Bötchen, das hatte ich gesehen. Da können wir noch mal ganz schnell rüber. Ich weiß, ich habe mega, mega Überlänge gerade. Okay, hier war es nicht. Nee, dann war es eins da drüber. Naja, gut. Okay, ich denke, das schaffen wir dann diese Folge dann doch eher nicht mehr. Ich stelle sie selbst her. Ja, das Problem ist nur, ich habe jetzt nur eine. Wir können mal eben. Können mal eben zurückgehen. Aber ich habe halt keine Leiter. Das ist das Problem. Das ist nur die leichte Ernteleiter. Und das ist meine Leiter. Und das ist halt Mist. Ach, Stein. Oh, wir brauchen Steinholz dafür. Eisenerz hätte ich sogar, aber Steinholz. Ja. Ich hätte die vielleicht doch lieber kaufen sollen. Das sind 100. Die Frau hier mit der Wolle, die habe ich auch immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht mehr, wer das war. War das die? Und zum Alchemisten müssten wir eigentlich noch mal. Wobei ich jetzt kein Geld mehr habe, um die Samen zu kaufen, weil ich Idiot das da alles doppelt gekauft habe. Das ist doch scheiße. Hier die Blaubeeren, die habe ich auf jeden Fall. Moment, das nehme ich mal kurz mit raus. Ich würde gerne. Blaubeeren, das. Ja, genau, die Zitronen. Doch, die Zitronen habe ich doch reingemacht, genau.
Hier habe ich den Mangobaum reingemacht und hier habe ich die Erdbeerstaude reingemacht. Ich wollte gerade sagen, aber hier sind die Karotten. Okay. Da habe ich alles Blaubeeren, da habe ich nochmal Blaubeeren nachgepflanzt. Oh, die haben alle kein Wasser mehr oder was? Doch, aber hier oben nicht. Oh. Oh. Oho, da muss ich mal eben ganz schnell, ja, ich weiß, Überlänge und so, aber wir können ja hier nicht einfach... Und die gieße ich jetzt auch nochmal. Also ich würde sagen, ich mache jetzt heute mal keinen Abschluss, die brauchen echt viel Wasser, kann das sein? Ich mache heute mal keinen Abschluss in dem Sinne, dass ich mich ins Bettchen lege, sondern ich mache den Abschluss hier auf dem Feld, indem ich hier nämlich jetzt nochmal alles durchgehe, das müsst ihr jetzt nicht mitbekommen. Und gucke, wo hier überall eventuell noch Wasser benötigt wird und wo nicht. Deswegen vielen Dank für heute fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn... Ja, ich müsste mal die Frau mit der Wolle suchen und ich muss mal gucken, dass ich das Holz da auf jeden Fall noch hinkriege, dass wir das auf jeden Fall auch noch abschließen. Also ich werde dann wahrscheinlich zwischendurch noch ein bisschen Holz farmen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ein paar Tage vergangen sind. Das war auf jeden Fall die Erdbeerstaude, die hier drin war. Da machen wir am besten noch was rein. So, wundert euch nicht, wenn dann ein paar Tage vergangen sind, weil ich kümmere mich dann in der Zeit offline nochmal ein bisschen darum, dass ich ein bisschen Holz bekomme und ja, halt die Farm werde ich dann auch entsprechend noch ein bisschen machen müssen, dass wenn da ein bisschen was reif ist oder sowas, dass man dann was aberntet. Na, ihr kennt das ja. Hauptsache, wir sehen uns dann zur Story entsprechend wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!